Wir lieben Holz und wir lieben das, was wir daraus machen. In Baruth sind das Faserplatten, besser bekannt als MDF oder HDF. Mitteldichte und hochdichte Faserplatten, wie sie im Möbel- und Innenausbau, bei Laminatfußböden oder auch für konstruktive Zwecke zum Einsatz kommen. Das Holz, das wir dafür benötigen, beziehen wir aus nächster Nähe. Für die Produktion verwenden wir ausschließlich Holz aus Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden. Entweder in Form von Sägerestholz oder am Stück als Rundhölzer. Sägerestholz liefert in Baruth das benachbarte Sägewerk. Direkt über ein Förderband auf unseren Holzplatz. Rundhölzer und stückiges Holz werden zunächst in Hackschnitzel zerkleinert, gesiebt sowie von Sand und Steinen getrennt. Anschließend kommen die Hackschnitzel in den Vorwärmer, wo sie bei 190 Grad Celsius vorgedämpft werden. So lässt sich das Holz später leichter zerfasern. Über die Stopfschnecke gelangen die Hackschnitzel in den Kocher. Dort bleiben sie 4 bis 8 Minuten bei einem Dampfdruck von 8 bis 10 Bar, ehe sie weiter in den Refiner wandern. Dieser mahlt die Hackschnitzel so lange auf, bis sie vollständig zerfasert sind. Durch die Blowline werden die Fasern weiter in den Trockner geblasen und gleichzeitig beleimt. Dort herrschen bis zu 210 Grad Celsius, indirekt erzeugt durch einen Dampf-Wärmetauscher. Haben die Fasern eine Holzfeuchte von 8 bis 12% erreicht, werden sie in 4 Zyklonen verwirbelt und so vom Luftstrom abgeschieden. Ehe die Fasern in die Presse gelangen, werden auch kleinste Verklumpungen, metallische Bestandteile oder andere Fremdkörper entfernt. Mit Leim benetzt erreichen die Fasern die Formstation. Ein Streukopf sorgt dafür, dass sich das Material als gleichmäßige Matte auf dem Formband verteilt. Diese wird gewogen und die Faserfeuchte gemessen. Anschließend gelangt der Faserkuchen in die kalte Vorpresse. Dort wird er auf einer Länge von 14 Metern vorverdichtet. Besäumt und befeuchtet fährt die Matte nun in die Pressenstraße. Auf einer Länge von knapp 50 Metern entsteht hier aus dem Faserkuchen die Platte. Bei Temperaturen von ca. 280 Grad Celsius und einem Druck bis zu 200 Bar. Ob dabei eine mitteldichte oder eine hochdichte Faserplatte entsteht, hängt in erster Linie davon ab, wie dick und wie stark verdichtet sie ist. Nach dem Pressen schneiden und besäumen wir die Platten mit einer Inline-Säge. Da sie zu diesem Zeitpunkt noch sehr heiß sind, kühlen die Platten im Sternwender aus, ehe sie abgestapelt werden. Anschließend reifen die Platten, wodurch sie auch etwas dünner werden. Eine 10-Kopf-Schleifmaschine glättet die Oberfläche, 70 Meter pro Minute. Eine Inline-Säge teilt die Platten in die gewünschten Formate, in Längs- und Querrichtung auf. Was dabei an Staub entsteht und abgesaugt wird, verwerten wir direkt in der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Ebenso wie die Plattenreste, die beim Besäumen anfallen, Biomasse oder stückiges Recyclingholz. Daraus erzeugt unser KWK Energie. Insgesamt 130.000 Megawattstunden pro Jahr. In Form gebracht und fein geschliffen, sind unsere Platten nun bereit, weiterverarbeitet zu werden. Entweder roh, direkt beschichtet, furniert, lackiert oder als Verbundelement. Von und für Menschen, die Holz lieben. Und die lieben, was Pfleiderer daraus macht.